Fehmarn. Das hat einen Grund. Hier ist eine Ausstellung von Ernst Ludwig Kirchner, ein Maler und Grafiker und einer der bekanntesten Vertreter des Expressionismus. Er ist 1938 gestorben und war von 1908 bis 1912 auf Fehmarn und hat hier gemalt. Und heute ist hier eine Ausstellung. Warum ich das erwähne, es hat zu tun mit dem Buch von Jörg Steinleitner und Matthias Edlinger, Ambach. Darin spielt Ernst Ludwig Kirchner eine ganz wesentliche, wichtige, entscheidende Rolle. Welche, sage ich Ihnen nicht, sollten Sie selber sehen. Es lohnt sich nämlich. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was Kirchner gemalt hat. Schauen Sie sich das mal an. Hier sind 50 Exponate. Jedes einzelne lohnt die Betrachtung. So, das war's aus Burg auf Fehmarn in der Ausstellung von Ernst Ludwig Kirchner. Und das ist das Buch von Steinleitner und Edlinger, erschienen bei Pieper im März 2017. Viel Spaß beim Lesen!